Aktuell gibt es kein Vor und kein Zurück beim DAX, aber diese Woche wird noch eine Entscheidung mit sich bringen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Tagesausblick von tradingportal.net. Ja, das Bild bleibt in dieser Woche unverändert. Der DAX beendete diesen Handelstag mit plus 0,06%. Nahezu unverändert unterhalb der 13.300, der wichtigen Entscheidungszone für diese Woche. Man hat das Gefühl, wer blinzelt zuerst, wer zeigt Schwäche. Es ist aktuell ein Hin- und Hergedrücke zwischen Bullen und Bären innerhalb einer engen Spanne. Auffällig beim DAX natürlich weiterhin. Es steht unterhalb der 13.300, den Ausbruch nicht wirklich umsetzen können aus der Vorwoche, obwohl die US-Indizes weiter pushen. Ich schaue auch gerade rüber. S&P 500 gerade mit der neuen Allzeithoch, also in dieser Woche folgen noch neue Allzeithochstände, die US-Werte weiter stark und der DAX eben trotzdem mit Problemen an der 13.300, aber ebenso auffällig, dass man auf die negativen Nachrichten nicht so wirklich reagieren möchte. Mittlerweile gehen ja die ersten Bundesländer wieder in einen harten Lockdown hinein und was überhaupt nicht relevant war für den DAX, auch auf Bundesebene diskutiert, ob man vielleicht bis Mitte Januar in einen Lockdown geht. Alles komplett ignoriert, aber kommt irgendein positiver Impuls hinein? Na, den greift man schon lieber auf. Wir hatten jetzt kurz vor Cetra-Schluss kam die Meldung von Oxford-Covid-Impfstoff, der nun auch in den Startlöchern stand, dass er eine Genehmigung erhalten wird, dass diese beantragt wird. Sofort kam es an, es waren keine großen Bewegungen, es hat gereicht, dass der DAX wieder ins Plus gekommen ist, beziehungsweise seine Tagesverluste ausbügeln konnte und wurde einfach aufgenommen, dankend, ach, eine Impfstoffmeldung, super, reicht für eine kleine Bewegung. Die zweite Schlagzeile dazu, dass er bloß effektiv ist von bei der Impfstoff einen Effektivitätsgrad von 62% zeigt. Wurde nicht aufgenommen, wurde ignoriert. Ebenso, dass die Wirksamkeit bei den älteren Patienten nicht erwiesen ist, wurde ebenso ignoriert. Das sind eigentlich die interessanten Punkte. Die anderen Impfstoffkandidaten waren bei weit über 95% oder 95% und auch für ältere Patienten waren die relevant. Also, was will man mit einem Impfstoff, der nicht so effektiv ist und gerade für diese Zielgruppe des Impfstoffs noch nicht mal erwiesen ist, dass er hilft? Aber egal, Hauptsache die Meldung war da. Das passt aktuell wirklich etwas in das Marktgeschehen hinein. Egal was ist, versuchen das Positive sind in der Saisonalität und da muss man das Positive aufsaugen. Und aktuell haben wir neue Stimulus-Hoffnung in den USA, wo jede Mini-Schlagzeile aufgesaugt wird. Und morgen kommt noch ein großer Punkt dazu: Brexit, wieder mal der Brexit. Ja, die nächste Deadline Nummer 347, möchte man meinen. Boris Johnson trifft sich mit von der Leyen, möchte nun ausloten. Vielleicht Deal festmachen, man weiß es nicht. Es würde ja irgendwie schon passen im Hintertürchen, Hinterzimmer. Dann doch noch irgendein kleiner fauler Kompromiss. Ich hatte das heute Morgen schon angesprochen und dann vielleicht mit einem Grundgerüst von Vertrag dann ins neue Jahr gehen, damit man nicht komplett ohne was dasteht und danach etwas nachverhandeln. Das könnte ich mir wirklich noch vorstellen, damit, ja, Johnson nicht mit leeren Händen abreißt. Er braucht die große Bühne, die bekommt er nun und vielleicht wird es da einen kleinen Deal dann doch am Ende geben und vermutlich wird man ihn auch positiv auffassen. Juhu, ein Brexit, er kommt nun endlich. Wir haben einen Brexit-Handelsdeal. Ja, aber das würde eben auch zu den Märkten passen. Also diese Punkte bleiben relevant. Stimulus, Brexit morgen wieder ganz akut. Und eben die EZB-Ratssitzung, die nun ansteht am Donnerstag. Bis dahin, ich weiß nicht, ob man sich für irgendeine Seite entscheiden möchte. Bis dahin bleibt es einfach schwierig. Sehr schwierig. Die Bullen hoffen auf die Saisonalität und die Bären pochen auf die Nachrichtenlage, die natürlich jederzeit mal einen Puls reinbringen könnte und die enge Range aufsprengen. Ja, zu gerne würde, aber es wird eben nicht zugelassen. Was hatten wir heute im Blickpunkt? Daten gab es eigentlich keine besonderen. Wir hatten ZDW-Konjunkturerwartungen, Eurozone Deutschland hier aufgesplittet in die Erwartung und in die aktuelle Lage. Die Erwartungen sind blau zu sehen und so gut zu erkennen, dass hier eben eine Divergenz aufgegangen ist. Das passt eben zur Datenerhebung. Die kam genau da rein, wo eben die Impfstoffmeldungen verkündet wurden. Und ja, das war eben der Optimismus, der Impfstoff ist da, jetzt soll alles besser.
Daher die Divergenz, aktuelle Lage schwach. Aber man blickt optimistischer in die Zukunft. Morgen bleibt, wie gesagt, die Datenlage auch schwach. Es gibt wirklich keine großen Impulse. Wir haben früh um 8 die Handelsbilanz aus Deutschland, also Exporte, Importe, werden gemeldet. Das wäre ein erster Hinweis zum Start. Aber es ist alles untergeordnet, muss man ganz klar sagen. Es zählen jetzt wirklich diese Standardschlagzeilen in Richtung Saisonalität, Jahresendrallye. Die müssen die Schlagzeilen endlos gemolken werden. Also Stimulus-Hoffnung, USA, Brexit-Hoffnung. Da werden viele Schlagzeilen reinkommen, ohne dass was klar ist. Und die wird man alle, ja, dementsprechend wird man darauf reagieren. Und dann eben die EZB, wo die Erwartungshaltung ganz klar ist, man muss noch mehr geben. Man muss einfach noch mehr geben. Das PEP-Programm muss erweitert werden. Das ist eigentlich das Minimum, was man bringen muss. Das mehr, 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 mehr. Obwohl, man hört schon, es wird ja im ZDW-Index, es wird ja alles wieder besser. Das Beste kommt nun. Wir werden einen starken Aufschwung sehen, aber Stimulus braucht man nochmal Unmengen. Wir haben eine riesige Neuverschuldung und die Notenbanken müssen nochmal stimulieren. Gerade bei der Geldmenge M2, da hatte ich auch eine gute Grafik, die liefere ich im Trading-Chat nochmal nach. Die explodiert ja förmlich. Und meistens kam kurz danach eben auch die Inflation hinterher. Wenn wir jetzt Notenbanken weiter pushen, fiskaler Stimulus weiter extrem läuft und dann die Wirtschaft sich noch erholt. Die Frage ist, ob die Inflation wirklich so gering bleiben wird oder ob wir ein Problem haben. Im historischen Kontext folgte danach meistens ein deutlicher Inflationsanstieg, den die Notenbanken so gar nicht gebrauchen können, denn die Geldpolitik muss locker bleiben. Wenn sie nicht locker bleiben wird, dann kommt das System wieder in Wanken. Portugal, viele ihrer Staatsanleihen müssten es erstmals eine negative Rendite bezahlen. Anführungsstrichen kriegen also Geld zurück, wenn sie Geld pumpen. Aus der Finanzkrise hatten sie Risikoaufschläge oberhalb der 10%. Das war nicht zu tragen. Whatever it takes, Draghi hat die Zinsen nach unten gedrückt. Man kann sich verschulden, endlos verschulden. Aber wehe dem, die Notenbanken müssen reagieren, müssen die Zügel enger schneiden. Zum Beispiel, wenn man die Inflation, die man aktuell niemand auf dem Schirm hat, die plötzlich doch anzieht. Und das kann eben gut sein, wenn man die Geldmenge so vermehrt, wenn die Wirtschaft wieder stark anspringt und fiskaler Stimulus auch noch kommt, dann kann das sehr gut sein, dass die Inflation auf breiter Front anziehen wird. Und dann werden die Notenbanken reagieren müssen. Das ist eine der größten Gefahren. Das ist Wirtschaft, das ist alles mittlerweile Nebensächlich. Fundamentaldaten sehen wir nicht mehr an der Börse. Es sind wirklich die Fakten, was ist, wenn die Notenbanken nicht mehr pushen können oder in die andere Richtung vielleicht reagieren müssten, dann hätte das System ein großes Problem. Aber ich möchte nicht abschweifen. Das ist leider schon passiert. Wir gehen in den DAX hinein. Wir schauen uns ihn einfach mal an. Hier im Tagesschart. Ich hatte es ja gesagt, es war die vergangene Woche, war das der Ausbruch hier, sind wir rausgebrochen. Wow, Ausbruch endlich aus der Abwärtstrendlinie, Allzeithoch, Sommerhoch. Jetzt kommt die Jahresendrallye, nachdem man den stärksten November in der DAX-Geschichte hatten. Im Lockdown-Light hatten wir das hingelegt, nun durchgebrochen, aber haben wir nicht geschafft. Haben wir nicht geschafft, sind zurückgefallen auf Wochenschlussbasis und jetzt knabbern wir direkt an der 13.300. Die ganzen Tage entlang eben an der Trendlinie, es ist die Entscheidungsmarke. Und ja, auffällig bleibt, ich sage es immer wieder, die US-Indizes heute wieder, S&P 500, Nasdaq fehlen, ich glaube, noch 10 Punkte, Allzeithoch wieder erreicht. Der DAX bleibt wirklich zurück, der möchte nicht unbedingt mitlaufen. Ja, aber wir haben noch drei große Impulsgeber in dieser Woche und die können für Ausschläge sorgen. Gerade bei wenig Volumen ist da jederzeit mit Dynamik auch zu rechnen im kleinen Rahmen. Aber bei großen Impulsen kann die Sache immer schnell explodieren und man sieht mal ganz große Tageskerzen. Was hier auffällig ist noch in dieser Grafik, ah, wir haben den Ausbruch hier nicht bestätigen können bisher, kleben aber an der Ausbruchszone und wir haben das Sommerhoch. Konnten wir nicht überbieten. Wir sind unterhalb geblieben und haben einfach die Bären auch ein bisschen Hoffnung noch. Ne? Alle hoffen jetzt auf die Saisonalität, Jahresendrallye, aber die Bären haben auch noch etwas Hoffnung. Wenn man die 13.300 nicht nehmen, können die auch noch auf übergeordneten Doppeltop zum Beispiel setzen. Zumindest, also nicht, dass es aktiviert wird gleich, aber dass man es zumindest mal andeutet. So ein Doppeltop von hier, Sommerspitze, Herbst, Winterspitze, dann kann es eben gut sein, dass er mal in den Bereich 12,8, 12,6 läuft, wo eben die großen übergeordneten Unterstützungen kommen, dass man hier runterfallen könnte. Ne? Das ist das Doppeltop-Fantasie der Bären innerhalb der Saisonalität. Das ist ihre Fantasie. Unterhalb der 13.300 lebt diese eben auch, ne? Dass man hier quasi diese Spanne hier ausbilden. Könnt ihr vielleicht noch ein SKS reinbasteln und dann eben in diese Supportzone hinein. Das wäre die Fantasie der Bären.
Ja, dann könnte man hier so ein kleines Doppeltop ausbilden. Und wir wollen die Fantasie der Bullen natürlich gerne auch ansprechen. Denn wenn man hier genau hinschaut, könnte man ja auch hier Konsolidierungsflaggen sehen. Ja, hier eine, ich zeichne es euch mal ein. Trendkanal, hier ein Trendkanal, ne, konsolidiert. Dann der Ausbruch, dann der nächste Trendkanal. Ja, und ihr könnt es euch ja selber denken, wie es nun weitergehen könnte. Ne? Hier eine Konsolidierungsflagge, hier eine Konsolidierungsflagge, Ausbruch. Das ist die Fantasie der Bullen. Hier konsolidiert innerhalb der Flagge, Ausbruchbewegung dynamisch konsolidiert innerhalb der Flagge. Ja, vielleicht ist das hier unten auch ein Fehlausbruch. Und oberhalb der 13.300 kann wieder Dynamik aufkommen und der Ausbruch aus die Flaggenformation hätte das rechnerische Ziel hier in der nächsten, im nächsten Cluster um 13.460, 500. Dann wird man diesen im zweiten Schritt holen. Das wäre die bullische Fantasie, ne? Dass sie ihre Flaggen hier, dass wir bloß Konsolidierungsflaggen sehen, auch unterhalb der Widerstandszone, dass wir diesen dann dynamisch durchbrechen können. Brexit-Deal zum Beispiel, ja, könnte erreichen. Und morgen gesagt, wir haben ein Deal, möge er sonst was für ein Mist-Deal sein, irgendein Grundgerüst. Ja, es wird erreichen, es wird erreichen. Wir haben auch eine Impfstoffmeldung heute gefallen, in Anführungsstrichen, der wirklich ein Impfstoff, der keine guten Daten geliefert hat. Wenn es irgendwas über Ticker kommt, Brexit-Deal dann. Ja, dann wird er reagieren und oberhalb der 13.3 ist Dynamik drin und dann könnten hier so eine Flaggenformation, könnte man dann auch wieder dynamisch auflösen. Da hätte man zumindest die Jahresendrallye Richtung nächsten Cluster 460, 13.500 wäre dann möglich. Also das waren jetzt die beiden Szenarien für Bullen und Bären, übergeordnet quasi für das Jahresende. Jetzt blick mal aufs kleine Bild noch hinein, beginne aber kurz noch in DAX-Wochenchart mit der aktuellen DAX-Wochenkerze, die Vorwochenkerze. Ausbruchversuch gesehen in den nächsten Cluster 460, 500. Nicht verteidigt, nur zurückgefallen, obwohl die US-Indizes auf Allzeithoch stehen. In dieser Woche nun unterhalb reingekommen, aber wir klammern an der 13.300. Sämtliche Rücksätze wurden bisher bei The Dip aufgekauft, aber für den Widerstand hat es noch nicht gereicht. Ich gucke immer ein bisschen rüber, wo die US-Indizes stehen. Weiterhin sehr fest. Mal sehen, ob es morgen vielleicht zum Start gelingen kann oder ob die US-Indizes noch Schwäche zeigen. 13.300 bleibt einfach Dreh- und Angelpunkt. Oberhalb kann Dynamik aufkommen, wie gerade im vorangegangenen Bild gezeigt. Über die 13.335, 365 erste Schritte, aber der zweite Schritt Richtung 460, 500 kann dann folgen. Unterhalb der 13.300 hingegen geht es weiter Richtung 165, 130 und darunter wäre dann der Bereich 13.030 zu nehmen, denn dieser Cluster hier, der aktiv bleibt, wenn man die 13.3 nicht nehmen könne. 13.30 wäre die Zwischenzone, darunter kann das mittlere Bollinger Band rufen und das Retracement, wichtige erste Supportzone, übergeordnet 12.860, 840. Mal sehen, welche Hoffnungen sich erfüllen können, die Berliner Doppeltop oder die Bull mit ihrer Konsolidierungsflagge. Wir gehen hier nochmal kurz rein in den Tagesschart. Unsere heutige Tageskerze wieder oben angekommen, getestet die 13.300, nicht genommen, auf der Unterseite die Range mittleren Bollinger Band ausgebildet, letztendlich fast innerhalb der Vortageskerze geblieben. Man wartet einfach schlicht und ergreifend ab. Und hier ist die Entscheidungszone, grüner Pfeil. Oberhalb reinkommen morgen wäre schon eine Einladung, direkt im bullischen Tag hier in diesen Cluster könnte man dann gut reinlaufen. 13.300 oberhalb Richtung 360, 365 als erste Range wäre das möglich. Darüber im zweiten Schritt 385 Richtung 415. Danach geht es schon weiter Richtung 435 und 460. Hätte aber dann Zeit eigentlich die ganze Bewegung für mindestens 2 Tage, auch wenn das eben dynamisch wäre, hier quasi die Flagge auch nochmal gut zu erkennen, hier nochmal zu erkennen. Dann dynamischer Ausbruch über 2, 3 Tage müsste man dann hier auch eher warten. Aber wie gesagt, Nachrichtenlage, wir haben noch einiges an Unsicherheit, obwohl eben Brexit, irgendwas muss da als Einigung kommen. Und Stimulusprogramm, irgendwas muss da auch als Einigung kommen. Ne? Die Frage ist, ob man das 10-mal noch feiern wird, ob das dann reicht. Oder ob das einfach aufgenommen wird, kurzer Spike und sofort wieder abverkauft. Das kann eben auch sein. Ne? Sämtliche Hoffnung aufkaufen, aber die Fakten dann verkaufen, ist ja auch einer der großen bekannten Börsensprüche. Daher, ich nenne euch die Cluster, wie die
drei wichtigen Termine, EZB noch, was auch noch so nennt, dann am Markt aufgenommen, wie die Reaktion sein wird. Das können wir dann gerne live verfolgen und da können wir darüber diskutieren. Aber im Vorfeld kann ich euch das seriös natürlich nicht nennen. Ich kann euch nur sagen, oberhalb der 13.300 kann Dynamik auf der Oberseite freigesetzt werden. Bis 13.360, 65 erster Schritt. Und danach wäre der 400er Bereich Richtung 460, 500 dann auch wieder möglich. Unterhalb bleibt erstmal die neutrale Range Richtung mittleres Bollinger Band. Morgen um 225, 230 wird es verlaufen, bildet den ersten Support. Keine Zwischenmorgen drin sind nicht wirklich relevant. So unterhalb der 300 Richtung 225, 230. Wenn man dort durchbricht, könnte es über die 190 zur abermals zu 13.165 jetzt zum Retracement führen, hat man am Montag getestet, gut verteidigt. Und wenn man dann dort nochmal das Land nochmal genau testen, spricht es eher dafür, dass wir kurz durchrutschen. Richtung 130 wäre es dann durchaus möglich. Darunter die Erweiterung Richtung 13.030. Sind alles so ganz kleine Spannen. Wir sehen kaum Veränderungen im Tagesverlauf. Also wie gesagt, plus 0,06% heute. Ich sage euch fast jeden Tag das Gleiche daher. Aber das sind jetzt so enge Spannen. Und wenn wirklich mal ein großer Impuls kommt, dann gibt es hier auch mal ganz andere Tageskerzen. Das muss man einfach jetzt erwähnen, wenn man so enge Spannen hier fast Inside-D nach Inside-D, das täuscht hinweg, dass es auch dynamische Marktphasen gibt und dass diese wahrscheinlich auch mal vielleicht sogar bald wieder anstehen könnten. Nun gut, ich fasse kurz zusammen. Wir haben noch die großen, wichtigen Termine, stehen uns diese Woche noch an. Morgen Brexit und Stimulus zumindest im Fokus, übermorgen die EZB. 13.300 aktuell weitere wichtige Entscheidungszone beim DAX. Oberhalb erste Spanne Richtung 360 möglich, danach Erweiterung Richtung 415, 43, 35, 460. Unterhalb bleibt erstmal abwarten, angesagt Richtung mittleres Bollinger Band 225, 230 morgen. Darunter auf der Unterseite knapp 185, 165 die nächste Supportzone. Komplettes Anlaufen der 165 spricht dafür, dass man Richtung 130 mal durchtauchen wird. Da findet man aber auch schon wieder einen guten Tagessupport. Es sei denn, es gibt einen größeren Impuls und dann kann man direkt den nächsten Cluster Richtung 13.030, 13.035 durchlaufen. Nun gut, das soll es gewesen sein. Jetzt habe ich sogar viel erzählt, obwohl am heute so gut wie gar nichts passiert ist. Aber ein bisschen schweife ich dann doch gerne ab. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr den Kanal abonnieren. Gerne dürft ihr ihn weiterleiten, dürft ihr ihn empfehlen. Ansonsten sehen wir uns dann natürlich wieder am Trading Chart auf tradingportal.net und können dann über die aktuelle Marktlage live diskutieren. S&P 500 bastelt weiter am nächsten Allzeithoch. Oh, Nasdaq hat glaube ich auch gerade ein Allzeithoch geholt. Aber der DAX, er klebt genau an der 13.300. Ja, das werden noch spannende Tage. Morgen Brexit, Johnson und von der Leyen. Und dann folgt auch schon die EZB. Vielen Dank fürs Zuschauen und habt noch einen schönen Abend. Ciao.